heute mache ich mich mal wieder fertig und ihr könnt dabei sein. Und zwar möchte ich heute mal eine Foundation testen, und zwar von Art Deco, die HD Foundation, High Definition Foundation. Und zwar habe ich da so eine kleine Probe zugeschickt bekommen und die testen wir mal zusammen, jetzt live sozusagen. Da war hier noch so ein kleiner Flyer dabei. Ich lese euch mal vor, was da hinten drauf steht. Und zwar, warum sie die Foundation lieben werden. Perfekte Deckkraft mit einem natürlichen Finish. Make-up wie eine zweite Haut. Strahlender Teint dank ultraleichter Textur. Teint. Okay, also schauen wir mal, was das gute Stück kann. Ich habe jetzt hier so eine 8 ml Probe. Das ist die Farbe Natural Peach. Ist wohl ein neutraler Ton. Steht zumindest neutral drüber. Und ich schau mal. Ne? Das sieht mir fast ein kleines bisschen dunkel aus. Aber ich muss jetzt einfach mal drauf, denn die Farbe ändert ja nichts am Geruch und an der Konsistenz. Und okay, dann legen wir mal los. Mal gucken, steht hier noch was drauf? Hier steht noch ultimativ korrigierendes Make-up mit HD-Effekt. Okay. Ich verzichte jetzt auf sämtliche Arten von Primer oder irgendwie Gleam Creams oder sonstiges. Ich mische auch heute nichts in meine Foundation, keine andere Foundation. Und kein Glow und nichts. Ich benutze jetzt nur die Foundation. Das Einzige, was ich gemacht habe vorher, war mein Gesicht zu waschen. Und wie immer Feuchtigkeitspflege und Augenpflege aufzutragen. Bisschen schwierig. Ich nehme jetzt ungefähr erstmal so viel. Was nachnehmen kann man immer noch, aber das Produkt dann wieder in die Tube zurückpacken, geht immer nicht so. Deswegen lieber erstmal ein bisschen zu wenig. Ich rieche mal kurz. Ja, der Geruch ist jetzt, er ist jetzt nicht sehr schlimm, aber es ist ein bisschen, also ich assoziiere damit ein bisschen Omi. So, machen wir das mal hier so halb auf. Ja, wie gesagt, die Farbe ist jetzt erstmal unrelevant. Wenn man die sich selber kauft, dann kann man ja eine andere Farbe auswählen. So. Verblende ich das mal kurz. Ich könnte mir mal einen Spiegel nehmen. Ich könnte mal einen Spiegel nehmen. Hallo, Spiegel. Also dafür, dass es eigentlich eine neutrale Farbe sein soll, finde ich es ganz schön orange-stichig. Ich weiß nicht. Ja, obwohl ich sagen muss, dass es eigentlich noch geht von der Farbe her. Ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet, weil es sieht irgendwie ein bisschen dunkler aus, so verblendet. Geht's gerade noch so, da sieht man nicht ganz so sehr, dass es nicht passt. Ich mache jetzt mal mein Gesicht komplett fertig. Mensch, da habe ich heute ja mal richtig Farbe im Gesicht. Ich nehme mir jetzt aber noch mal ein kleines bisschen was, nur so einen ganz kleinen Hauch, um das noch ein bisschen ebenmäßiger zu verblenden, weil ja die Farbe nicht so toll passt. So, ich zoome das mal kurz rein, damit ihr praktisch genauso viel sehen könnt wie ich. Ja. Jetzt schauen wir mal.
Also der Flyer sagt ja perfekte Deckkraft mit einem natürlichen Finish. Also ich muss sagen, die Deckkraft ist schon gut, wenn man bedenkt, also ich habe ja hier, ich bin ja sehr blass, aber ich habe trotzdem noch um die Augen und beim Mund fängt es jetzt auch nach und nach an herum. Solche weißen Flecken, Vitiligo nennt sich das Ganze. Und ja, hat es recht gut abgedeckt. Hier oben sieht man es am Auge, sieht man so das helle Durchschimmern und hier auch so ein bisschen. Aber das ist bei mir bei anderen Make-ups auch. Nur, dass ich eben sowieso schon das Glück habe, dass ich ein bisschen heller bin und das dann eh nicht so auffällt. Jetzt fällt es irgendwie nochmal besonders auf durch die falsche Farbe, finde ich. Jo, was steht denn hier noch? Perfekte Deckkraft mit natürlichem Finish. Also decken tut es schon ganz gut. Mein Pickel, mein Monsterpickel hat es natürlich nicht geschafft. Ich hatte hier so ein paar Rötungen und hier. Ja, naja. Also ich hatte schon besser deckende Foundations, muss ich sagen. Also deckkraftmäßig, ja, sie hat eine gute Deckkraft, aber es ist jetzt nicht mit einer Schicht hier, wie man sieht, alles irgendwie weg. Make-up wie eine zweite Haut und strahlender Ton dank ultraleichte Textur. Das muss ich allerdings sagen, das stimmt. Es fühlt sich auf der Haut sehr, sehr leicht an. Also ich merke eigentlich fast gar nicht, dass ich mir was drauf geschmiert habe. Schon beim Einarbeiten musste ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer nochmal nachnehme. Weil, kennt ihr das? Irgendwann hat man ja dieses Gefühl, so ein ganz klein bisschen, okay, man hat jetzt überall was drauf. Also so geht es mir manchmal, wenn ich sehr viel Make-up trage und eine sehr dicke Schicht und dann noch Concealer und Puder. Dann habe ich schon, dann merke ich das schon, dass ich was auf der Haut habe. Und hier muss ich sagen, das ist echt, das, also es trägt sich echt schön. Ich glaube, wäre das jetzt meine Farbe, würde man echt fast nicht sehen, dass es Make-up ist. Ich komme mal noch näher ran. Hallo. ich habe meine Haut vorher mal abgefilmt, kurz. Und blende euch das jetzt mal ein und gleich danach blende ich euch auch meine Haut jetzt nochmal ein. Ja, also die perfekte Deckkraft, muss ich jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt vorhanden. Wie gesagt, da hatte ich jetzt schon wirklich sehr stark pigmentiertes Make-up auch schon. Muss aber sagen, dass dafür, dass es wirklich so ein schönes Hautfinish ergibt, also es ist wirklich das. Also ich muss sagen, es sieht echt ganz schön aus, auch so von weitem. Es ist nicht zu matt, es ist nicht zu speckig. Speckig glänzend, dass ich jetzt unbedingt jetzt gerade im Moment den akuten Drang habe, mit dem Puderpinsel drüber zu gehen, sondern das ist wirklich Glow. Also wisst ihr, wie ich das meine? Bei Foundations ist es ja dann meistens so gerade hier in diesen Bereichen und hier so um die Nase, wo sich dann gerne mal was absetzt im Laufe des Tages, dass man dann schon direkt nach dem Auftrag merkt, irgendwie so, da muss jetzt was drauf, sonst wird das jetzt nichts. Aber das ist hier nicht. Das ist wirklich nicht diese Speckigkeit, sondern das ist irgendwie so ein leichter Glow. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine sehr fettige Haut. Ich habe zwar mit Hautproblemen zu kämpfen und immer eine etwas unreinere Haut, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der gleich überall anfängt loszuglänzen. Deswegen kann ich euch leider nicht sagen, wie das jetzt sich verhält mit einer öligen Haut. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt mal testen, wie sich das jetzt tagsüber so verhält. Es kann ja sein, dass es trotzdem ein bisschen mehr dazu neigt, irgendwie am Ende des Tages zu glänzen oder so ein bisschen speckig auszusehen, als dass noch Glow vorhanden ist. Ja, also das Tragegefühl ist wirklich toll. Finde ich echt super gut. Und es sieht auch echt gut aus. Ich weiß nicht genau, wie ich in der Kamera gerade aussehe. Ich weiß nicht genau, wie es gerade rüberkommt. Das sehe ich ja dann, wenn ich das Video schneide.
Das sieht man dann auch nochmal, wie so ein Make-up dann in der Kamera rüberkommt. Was ich euch sagen kann, ich sitze jetzt nicht vor irgendwelchen Leuchten, sondern vor mir ist einfach nur ein Fenster und draußen ist mieses Regenwetter, also bewölkt und einfach nur Tageslicht. Und ja, finde das eigentlich echt ganz okay. Es betont auch nicht zu sehr nochmal die Poren. Das finde ich, ist bei manchen leichteren Foundations manchmal, dass sich nicht so ein bisschen drüber legt und die praktisch auffüllt, sondern dass sie dadurch nochmal betont werden. Aber hier habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Ich werde jetzt einfach nochmal ein bisschen Concealer und Puder und so weiter auftragen. So, also. Ich habe mich jetzt noch fertig geschminkt. Ich habe einfach noch ein bisschen Concealer aufgetragen. Oh, falsch rum. Ich habe einfach noch ein bisschen Concealer aufgetragen, Lippenstift, Augenbraue und Mascara. Ach ja, Rouge noch ein kleines bisschen. Wieder das, was ich das letzte Mal schon hatte. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen, weil natürlich jetzt anfangen die Wolken sich zu verziehen und die Sonne rauskommt und somit die Lichtstimmung nicht mehr die gleiche ist wie noch vor ein paar Minuten. Aber ja, das ist jetzt erstmal mein Ergebnis. Und ich muss sagen, oh mein jetzt wird es ganz schön hell. Oh mein Gott, jetzt passt die Farbe wieder. Ja, die Farbe war nicht ganz passend für mich. Ich glaube, eine Nuance heller hätte es schon getan. Allerdings wäre ich jetzt, glaube ich, ja. Ich gucke mich übrigens nebenbei hier noch selber im Spiegel an, um nochmal zu gucken, wie ich denn aussehe. Ich habe jetzt nur ein kleines bisschen Puder aufgetragen, größtenteils so um die Augen und in der T-Zone. Ich versuche in regelmäßigen Abständen heute nochmal zu filmen und das dann hinten dran zu hängen, ganz hinten dran am Ende, wie ich so aussehe oder beziehungsweise wie meine Haut so aussieht im Laufe des Tages. Das Tragegefühl hatte ich ja schon gesagt, das ist wirklich toll. Also es ist wirklich, also zwei Sachen, die hier draufstehen, stimmen schon mal, nämlich Make-up wie eine zweite Haut und strahlender Ton dank ultraleichter Textur. Also stimmt, die Textur ist echt schön leicht und es trägt sich wirklich gut. Perfekte Deckkraft ist sie jetzt für mich persönlich nicht. Sie trocknet nicht zu schnell an, aber ist jetzt auch nicht die ganze Zeit so eine schmierige Masse im Gesicht, die ihr irgendwie hin und her schiebt und die sich dann am Ende nur mit dem Puder fixiert. Nach einer Weile setzt sich das schon. Wie gesagt, hier so in meinem Wangenbereich habe ich jetzt versucht, außer Rouge gar nicht weiter zu pudern. Und ja, jetzt mittlerweile hat sich es wirklich gesetzt und ist nicht mehr flüssig, schmierig, cremig, wie auch immer. Ja, die Konsistenz ist recht flüssig, das habt ihr ja vorhin gesehen. So ein bisschen cremig, aber mehr ins Flüssige. Dadurch lässt sie sich eigentlich ganz gut auftragen und verteilen. Ja, gut. Wie gesagt,
Danach werde ich euch noch ein paar Clips anhängen, in denen ich dann praktisch die Zukunfts-Denise bin. Denn die habe ich jetzt noch nicht gedreht. Ja, wie ich das Ganze eben so aussieht in 1, 2, 3, 4, 5 Stunden. Je nachdem, wann ich dazu komme. Und das hänge ich alles mal noch hinten an. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, vielleicht bei der Kaufentscheidung einer neuen Foundation. Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr die Foundation schon kennt, wie ihr sie findet. So, vielleicht habt ihr sie schon ein bisschen länger und könnt dann ein Langzeitfazit abgeben, sozusagen. Ja, da muss sogar das Baby lachen, nicht wahr? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und gerne könnt ihr mich auch abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Bye, bye. Hallöchen, ich bin's nochmal. Und zwar trage ich jetzt die Foundation seit ungefähr 4-5 Stunden. Irgendwas zwischen 4 und 5 Stunden. Sagen wir 4,5 Stunden. Und so sieht das jetzt mittlerweile aus. Ich hole euch mal näher ran. Ja. Lippenstift ist schon ein bisschen ab. Aber ich muss sagen, ich finde das bisher ganz gut. Ja. Es hat auf jeden Fall nichts irgendwie nachgespeckt, nachgefettet, großartig. Ich glänze nicht. Es ist alles noch da, wo es hingehört. Bis jetzt finde ich das gut. Mal schauen. Ich versuche daran zu denken, dann nochmal kurz zu filmen. Wenn ich, kurz bevor ich mich abschminke. Aber soweit, so gut, würde ich mal sagen. Hm?